Podcastlabel.de Quatsch, 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 Quatschbrötchen. Das Magazin für Comedy, Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung. Heute zum Quatschbrötchen, zum 64. Mal. Mein Name ist Gregor Atzbach. Mein Name ist Matthias Kreuzberger. Heute haben wir folgende Themen. Ganz Deutschland macht Hamsterkäufe. Außerdem Grünkohl statt Braunkohle. Ein Landwirt aus Norddeutschland hat ganz neue Ideen zur Energiewende. Dann die seriösen Nachrichten vom Postillon. Grönland will sein Schmelzwasser verkaufen. Die CSU denkt mal wieder über einen Transrapid am Flughafen München nach. Das war Amoeba Crew mit Morning Muffin. Der Coronavirus hat Deutschland voll im Griff. Die Zahl der Infizierten steigt immer weiter. Aus diesem Grund beginnen nun immer mehr besorgte Bürger, Hamsterkäufe in den Geschäften zu betreiben, um dieser fürchterlichen und heimtückischen Krankheit aus dem Weg zu gehen und im Falle des Falles genügend Lebensmittel und so weiter im Haus zu haben. Dazu muss erwähnt werden, dass bis jetzt bei allen Patienten aktuell milde Krankheitsverläufe verzeichnet wurden. Nun stehen wir vor irgendeinem Discounter irgendwo in der Provinz. Wir möchten herausfinden, wie die Menschen jetzt einkaufen und was in den Geschäften passiert. Dann begeben wir uns mal in das Geschäft. Zu Anfang sehen wir schon die Osterdekorationen und Ostersüßigkeiten. Hier sieht es noch nicht sehr geplündert aus. Wir gehen mal Richtung Toilettenpapier und schauen, ob wir da noch was bekommen. Achtung, Vorsicht! Hoppla! Fast wäre mir eine Packung Toilettenpapier an den Kopf geknallt. Wie panisch räumen die Leute ihre Einkaufswagen voll. Ich dachte, der Coronavirus ist mit einer Erkältung oder einer Grippe verbunden. Nun kaufen die Leute wie verrückt Toilettenpapier und haben Angst vor der großen Scheißerei in der Quarantäne. Gehen wir schnell weiter. Wir kommen zur Seife. Denn die müssen die Leute ja auch leer räumen. Händewaschen ist ja gerade in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig. Doch hier tummeln sich keine Menschen. Eine einzige ältere Dame holt sich 2 Packungen Seife. Gehen wir weiter zum Desinfektionsmittel. Oh, was ist denn das? Leere Regale und ein einzelner Zettel hängt am Regal, auf dem steht: Liebe Kundinnen und Kunden, leider sind aufgrund der aktuellen Situation keine Desinfektionsmittel mehr verfügbar. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Warenverfügbarkeit wiederherzustellen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Wahnsinn! Die Leute kaufen Desinfektionsmittel wie verrückt, aber Hände waschen wollen sie nicht? Denn die Seife ist noch vollkommen da. Gehen wir weiter zu den Nudeln. Wir wollen Nudeln! Wir wollen Nudeln!
Ups, hier schneit es ja im Geschäft. Was ist das denn? Oh, Mehl. Hier schlagen sich einige Leute um die letzten Mehlbestände. Au! Jetzt kommt noch etwas festes Material runter. Einzelne Nudeln fliegen hier auch durch die Gegend. Menschen brüllen und schreien, weil sie die Nudeln wollen. Hier bekommt man es mit der Angst zu tun. Aua! Ein Päckchen Nudeln hat den Einkaufswagen verfehlt und ist mir an den Rücken geflogen. Oh mein Gott, auch die Dosentomaten werden in den Wagen gestapelt und geworfen. Hilfe! Das ist ja lebensgefährlich. Schnell weg. Puh. Sehen wir uns die gekühlten Regale an. Hier ist auch einiges weg. Aber von allem noch eine gewisse Auswahl da. Oh, aber was ist das? Das vegetarische und vegane Regal sieht sehr unberührt aus. Hier ist noch alles da. Wahnsinn. Dabei sind es ja auch die Lebensmittel, die lange halten. Da hinten prügeln sie sich um Nudeln, Mehl und Konserven. Aber hier ist nichts los. Tja, in der Not ist keiner so verrückt und verzichtet auf Fleisch. Das lernen wir aus dem Virus. Gehen wir zu den Süßigkeiten. Denn das Einzige, was wir wirklich hamstern, sind Plätzchen. Entschuldigen Sie bitte, Sie sehen so aus, als kennen Sie sich hier aus, nicht? Wo haben die denn hier das Regal mit den Hamstern? Meine Frau sagt, ich soll Hamster kaufen. Oder Hamsterkäufe, ich weiß es nicht. Ich kann die Vieh hier auf jeden Fall nirgends finden. Oh, entschuldigen Sie bitte, Sie sind ja vom Rundfunk. Ich dachte, Sie arbeiten hier. Oh, entschuldigen Sie bitte. Wir gehen mal lieber weiter. Und vor mir steht jetzt der Geschäftsführer dieses Supermarktes. Wie schlimm treffen Sie die Hamsterkäufe? Ei, da haben Sie sich ja schon ein gutes Bild von der Lage machen können. Nudeln, Klopapier und Konserven, die gehen allmählich zur Neige. Wir können aber auch beobachten, dass aktuell sehr viel Schnaps und andere Spirituosen gekauft werden. Ich schätze mal, dass sehr viele von diesen besorgten Bürgern ihre letzten Tage ordentlich besoffen verbringen möchten. Dankeschön für diese Einschätzung. Kurz vor der Kasse befinden wir uns nun in der Getränkeabteilung. Das ist mein Kastel. Geben Sie ihn her, den hole ich vor Ihnen in der Hand. Ja, das ist doch gar nicht wahr, den habe ich nur zuerst gesehen. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich mich hier kurz einmische. Sie haben doch schon zwei Kisten Bier im Wagen. Geben Sie doch dem Herrn den dritten Kasten. Dafür kann er Ihnen ja noch etwas vom feuchten Klopapier geben. Das ist schließlich auch knapp. Davon hat er den Wagen voll. Und mit diesen Eindrücken verabschieden wir uns und lernen, Hamster gibt es in diesem Supermarkt nicht. Das war Desiree Börner fürs Quatschbrötchen. Miss a beat, never breaks down. It's a wishing dream.
Wish in the Wind von Starmob im Quatschbrötchen. Und jetzt kommen wir da wieder mal zu einem ganz besonderen Tier. Und zwar heute unser Vogel der Woche, Matthias, berichtet. Die britische Kurzhaar-Drossel fliegt grundsätzlich links. Dabei trinkt sie Tee und spreizt den Flügel in charakteristischer Weise ab, dass sie die Tasse auch während des Fluges sicher halten kann. Sie zwitschert dabei auch ganz exquisit. Gelegentlich spielt die britische Kurzhaar-Drossel auch Polo. Das ist quasi Eishockey von einem Pferderücken aus. Wie ein Vogel diese Sportart hinbekommt, ist bis heute ein Rätsel. Die britische Kurzhaar-Drossel ist kein Zugvogel. Bei ihr zieht nur der Tee. Und dann auch nur sehr kurz. Was die Nahrung betrifft, ist sie recht anspruchslos. Zumindest aus der Sicht kontinentaleuropäischer Vögel. Was die Nahrung betrifft, ist sie recht anspruchslos. Zumindest aus der Sicht kontinentaleuropäischer Vögel, welche sich über die bisweilen merkwürdige Zusammenstellung von Essig und Möwenei, Pfefferminz und Schweinebraten, Orangenmarmelade und Doppelstock-Omnibussen wundern. Auch Fisch und Chips werden gerne zusammen auf einen Teller gepackt und nehmen dort quasi optisch die zunehmende Meeresverschmutzung durch Elektroschrott vorweg. Das Fehlen von Oliven im Speiseplan ist relativ auffällig. Stattdessen gibt es eine kleine Kringel aus dem Teig, der süchtig macht. Das Fehlen von Oliven im Speiseplan ist relativ auffällig. Stattdessen gibt es kleine Kringel aus einem Teig, der süchtig macht. Die britische Kurzhaar-Drossel hat eine Affinität zu Schiffen und Seewasser. Besonders dann, wenn auf den Schiffen Tee geladen ist. Sollte ein solches Schiff leckschlagen, so ist sie sofort mit Hunderten von Tassen vor Ort und gießt Trinkwasser darüber, um zu retten, was noch zu retten ist. Eine nahe verwandte Art, die auf dem Festland siedelt, ist Brachytrichia flensipunctata. Eine nahe verwandte Art, die auf dem Festland siedelt, ist die Brachytrichia flensipunctata, die friesische Kurzhaardrossel. Diese ist in Bezug auf den Teekonsum relativ ähnlich, verzichtet aber auf Doppelstock-Omnibusse in der Marmelade, wirft stattdessen gigantische Zuckerkristalle in die Tasse und macht das Pferde-Eishockey mit sogenannten Kaltblutpferden, die die Eisschicht nicht so derbe anschmelzen wie die heißblütigen Polo-Ponys. Die friesische Kurzhaardrossel fliegt ebenfalls links, obwohl auf dem Kontinent Rechtsflugverbot herrscht. Die friesische Kurzhaardrossel fliegt ebenfalls links, obwohl auf dem Kontinent Rechtsfluggebot herrscht. Daher ihr Artname, flensipunctata. Zustände bei der britischen Kurzhaardrossel. Und jetzt hören wir Musik von Emerald Park, DCs im Quatschbrötchen. Thank you.
Kohlekraftwerke sind schlecht für die Umwelt. Langfristig sollen sie ja durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Ein Landwirt aus Norddeutschland hat eine neue, etwas gewöhnungsbedürftige Idee. Ich habe ihn mal besucht. Wir befinden uns heute in der Nähe von Elmshorn in Schleswig-Holstein. Neben mir steht nun Bauer Feddersen. Er hat eine ganz neue Idee zur Energiegewinnung. Herr Feddersen, wie sieht diese aus? Schönen guten Tag. Ich bin hier Landwirt in der 5. Generation. Wir haben jahrelang immer Grünkohl angebaut. Leider wird Grünkohl heute nicht mehr so oft gekauft. Aber vor allem bei der Jugend kommt ja Grünkohl nicht mehr so gut an. Naja, und da müssen wir uns überlegen, wie man mit dem Grünkohl zukünftig Geld verdienen kann, nicht? Kann man denn sagen, wir stehen hier vor einer Biogasanlage? Nein, das ist ein Grünkohlkraftwerk. Okay, und wie funktioniert das? So, in der großen Halle stehen Kühe. Die fressen den ganzen Tag feinsten norddeutschen Grünkohl. Naja, und den Rest kann man ja auch schon riechen. Ja, zugegebenermaßen, das stinkt hier schon bestialisch, aber was passiert denn da in dem Kraftwerk? Also die Kühe fressen den Grünkohl und das daraus entstehende Methangas infolge des Verdauungsprozesses wird dann abgesaugt und das treibt eine Turbine an. Daraus machen wir dann den Strom. Ach ja, das ist schon eine interessante Idee, die Biomasse zu verheizen, um daraus Strom zu machen. Moment mal, wie verheizen? Das geht auch? Naja, da lässt sich ja die Anlage bestimmt noch optimieren. Ja, wenn das aber nicht verheizt wird, wie funktioniert denn dann die Anlage? Ja, nee, also die Kühe, die stehen vor kleinen Windrädern. Und mit dem Luftzug, den dann so ein Kuhpups erzeugt, werden die kleinen Windräder angetrieben. Also so dachte ich, dass das funktioniert. Naja, da hängen wie beim Fahrrad dann jedenfalls kleine Dynamos dran, also Generatoren. Und daraus, das macht dann Strom. Aber wenn Sie das Grünkohl-Kuhmethan verheizen würden, dann wird das doch auch hier nicht so bestialisch stinken. Also das mit dem Gestank ist nicht so schlimm. Wir sind ja hier weit weg von jeglicher Zivilisation. Daran stört sich keiner. Außerdem, das ist doch Landluft. Wir experimentieren aber mittlerweile, wie man den Geruch dann doch etwas eindämmen könnte. Und wie sehen diese Experimente aus? Also, zu Grünkohl werden hier ganz klassisch Mettwürstchen gegessen. Also kleine Mettwürstchen. Wenn man entsprechend die untermischt, dann stinkt das nicht mehr ganz so wild. Wie wirtschaftlich ist das ganze Kraftwerk denn? So, also zur Zeit bekommen wir ja noch viele Subventionen von der Bundesregierung und auch von der EU. Dadurch kann ich mir hier fast den Grünkohl vergolden lassen. Ansonsten ist das Geschäft ja sehr vom Strompreis auf dem Strommarkt abhängig. Ja, Herr Feddersen, dann bedanken wir uns, dass wir uns Ihr Grünkohlkraftwerk einmal ansehen durften. Ja, gern geschehen. Ich lade Sie jetzt noch auf eine deftige Portion Grünkohl mit Mettwürstchen ein. Was sagen Sie denn dazu? Ja. Nehmen Sie doch mal da Platz, da vor dem Propeller da. Ach, oh, Verzeihung. Ach, das macht gar nichts.
Gute Laune Musik von The Sugarlettes mit Feel the Rush und auch Bier macht gute Laune. Ja, und das werden wir jetzt ausprobieren. Coronavirus ist ja hier überall zu hören, wenn ihr einen anderen Keiner Podcast oder einen anderen Sender anmacht. Keiner kann es mehr hören. Ja. Und wir haben das auch schon auch in diversen Themen verwendet. Ja, es gibt aber ein Bier, was Corona heißt. Und Werbung, wir sind ein Hinweis einblenden, ja, Werbung. Wir würden auch gerne Spenden entgegennehmen von der Brauerei, die wir natürlich nicht nennen. Aber dieses Bier heißt Corona, gab es aber auch schon bevor diese Krise da war. Der Witz ist ja, es gab ja eh schon Coronaviren, bevor dieser eine Virus da ausbrach. Heike hat uns vorhin verraten, das ist ein Maisbier. Ein Maisbier? Auch nicht gewusst. Also hier steht drauf, dass es original aus Mexiko kommt, aber in Belgien gebraut wird, importiert nach Deutschland. So ein kleines Fläschchen, es fällt auf viel Luft in der Flasche. Naja, machen wir einfach mal auf. Luft ist auch im Glas, jetzt nicht mehr. Ja, dann lassen wir... das riecht schon komisch. Dann lassen wir mal die Luft raus. Offiziell im Radio infiziert. Ja, wir werden uns... Oder sind das jetzt Impfampullen? Das ist der Impfstoff vielleicht. Ach, da kommt der Ohrwurm her. Ja. Ach du, ich muss sagen, ich habe schon wesentlich schlechtere Biere getrunken und ich bin nicht der Biertrinker, muss ich sagen. Also, ja, also ich schmecke erstmal fast gar nichts. Auffällig ist, was der Schaum ist, so eine komische Konsistenz, aber vielleicht ist da wirklich Mais drin. Schmeckt harmlos, ja, aber ist ja immer so bei Viren, ne? Die sind erstmal, kommen die ganz harmlos. Ja, Inkubationszeiten, zwei Wochen. Und dann geht's los. Hier, Wasser, Gerstenmalz, Mais und Hopfen. Also Malz ist auch drin, aber auch Mais. Du, wichtige Frage, dürfen wir im Radio rülpsen? Weil ich muss schon das erste Mal aufstoßen. Da musst du die Rülps-Taste drücken. Nicht die Räusper, sondern... Nein, das ist der andere Knopf, der ist direkt daneben. Das ist die Rülps-Taste, ja. Ja, es ist erfrischend, aber gewöhnungs... Also der Gedanke, dass da Mais verbraut wurde, den finde ich irgendwie seltsam. Ach, vielleicht war das ja auch eine Fehlinformation. Also da ist, steht ja hier drauf bei den Zutaten. Ja, ach so. Steht ja Mais drauf. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall offiziell infiziert. Das ist jetzt einfach von uns nochmal so ein Konterspruch nach dem Motto, Leute, macht doch bitte keine Panik. Das ist einfach nur so eine Art Grippe. Macht euch ein Bier auf. Die Menschheit wird dadurch nicht draufgehen und hört auch auf mit den Hamsterkäufen. Ne? Wir haben das jetzt auch satirisch schon verarbeitet und jetzt eben reicht's. Ja, trinkt mehr Bier. Trinkt mehr Bier, genau. ich wollte es auch gerade sagen. Natürlich jetzt nicht Corona. Ne? Also das soll ja jetzt hier wirklich keine Werbung gewesen sein. Nein. Kauft euch ein gut bayerisches oder sowas. Da gibt's schon gute Sorten. Jetzt haben wir ein bisschen Musik. Camelot mit Right on Time. Und ich sage jetzt mal Prost. Anstoßen geht schlecht, dafür sitzen wir zu weit. Korrekt, ja. Ich kann es aber mal hier gegen den Bildschirm hauen. Passt. Prost. Ja, Prost.
nehme diesen Preis nicht an. Quatschbrötchen. Nicht ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. Liebe Hörerinnen und Hörer, um Ihnen einen Anschein an Seriosität vorzugaukeln, bringen wir nun in dieser Sendung Nachrichten. Wir hören die Nachrichten des Postillions. Ehrliche Nachrichten, unabhängig, schnell, seit 1845. Im Studio Gregor Atzbach. Gewusst wie? Jan Leppold aus Göttingen hat kurzerhand die Gelegenheit genutzt, dass 2020 ein Schaltjahr ist, um seine Verlobte am 29. Februar zu heiraten. Sein Kalkül, so muss er nur alle 4 Jahre an den gemeinsamen Hochzeitstag denken. Er habe das durchgerechnet, erklärt der Göttinger zufrieden. Auf diese Weise spare er 75% der üblichen Kosten für Geschenke zum Hochzeitstag oder 75% der derben Anschisse, die ihm blühen, wenn er ihn vergisst. So oder so, das ist genial, sagte er. Die EU sagt dem Kleingeld den Kampf an. Noch in diesem Jahr sollen die 1- und 2-Cent-Münzen abgeschafft werden. An ihrer Stelle sollen 0,01 und 0,02 Euro-Scheine den Zahlungsverkehr vereinfachen. EZB-Chefin Christine Lagarde erklärte, wir haben verstanden, die Bürger wollen weniger lästige Kleingeldmünzen, die die Geldbörse nur unnötig ausbeulen. Dem Wunsch entsprechen wir mit der Einführung des neuen 1- und 2-Cent-Scheins. Gerade Sparer und Rentner dürften von der Umstellung profitieren. Das Gewicht ihres Bargeldvermögens wird durch die Umstellung um bis zu 90% verringert. Das Coronavirus ist endgültig in Deutschland angekommen. Immer mehr Menschen machen sich Gedanken, wie sie sich am besten vor einer Infektion schützen können. Die AfD in Thüringen hat nun einen neuen kontaktlosen Gruß vorgeschlagen, der das klassische Händeschütteln als Infektionsweg verhindern soll. Statt Händeschütteln empfiehlt die AfD zum Grüßen den rechten Arm zu heben. Ausgedacht hat sich den Gruß, der höchsten medizinischen Standards gerecht wird, der Chef der Thüringer AfD Björn Höcke. Entsprechend soll er den Namen Höcke-Gruß tragen. Aufatmen in der Fastfood-Branche. Nachdem das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe für verfassungswidrig erklärt hat, steht das Geschäftsmodell von McDonald's, Burger King, KFC und Co. rechtlich wieder auf sicherem Boden. Es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, sagte der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voskuhle bei der Urteilsverkündung in Karlsruhe. Da schließe die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und dabei Angebote von Dritten in Anspruch zu nehmen. Die Erleichterung in der Fastfood-Branche ist riesengroß. Schnellrestaurants und andere Anbieter fettiger und ungesunder Speisen hatten seit dem Verbot der gewerblichen Sterbehilfe im Jahr 2015 in einer juristischen Grauzone agiert. Manager und Angestellte lebten mit einer ständigen Gefahr, bestraft zu werden, nur weil sie anderen Menschen halfen, früher aus dem Leben zu scheiden. Ihre Liebe war einfach am Ende nicht mehr stark genug. Nach 18 Jahren Ehe haben Wolfgang und Frauke Petri nun die Scheidung eingereicht. Zuvor gab es immer wieder Gerüchte, dass sich der bekannte Musiker und die ehemalige AfD-Politikerin in den vergangenen Jahren auseinandergelebt haben. Für fast alle gehört sie fest zur Einkaufsroutine, die obligatorische Frage nach den Treuepunkten beim Bezahlen an der Kasse. Forscher der Universität Bonn haben jetzt berechnet, dass jeder Deutsche im Durchschnitt 32,7 Jahre seines Lebens damit verbringt, Treuepunkte abzulehnen. Der Vorgang an sich erscheint nur kurz, erklärt Professor Karl Petzold vom Lehrstuhl für Statistik. Immerhin dauere es ab dem Moment, in dem die Kassiererin fragt, über die Sekunde bis zu dem der Kunde realisiert, dass er jetzt schon wieder gefragt wird, bis hin zum genervten Augenrollen und der Antwort Nein, gerade einmal 3,6 Sekunden. Soweit die Meldungen. Mehr Postillion-Nachrichten gibt es im Internet unter www.der-postillion.com. Podcastlabel.de
Quatsch. 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 Quatschbrötchen. Das Magazin für Comedy, Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung. Hier ist das Quatschbrötchen heute in der 64. Ausgabe. Mein Name ist Gregor Atzbach. Und ich bin der Matthias Kreuzberger. Wir haben Corona-Bier und gleich haben wir auch noch folgende Themen. Prost, Grönland will Schmelzwasser verkaufen. Und die CSU denkt mal wieder über einen Transrapid am Flughafen in München nach. Kleiner Nachtrag, also das Bier ist sehr, sehr mittelmäßig, also nichts Dolles. Also ich empfehle das jetzt nicht, um hier auch nochmal die Werbung auszuschließen. Ich hab da nichts mehr zu sagen. Diese Sendung gibt's als Podcast kukuku.quatschbrötchen.de. Hier findet sie unter der Ausgabe 64. Übrigens auch überall anders da, wo es Podcasts gibt. Das ist ja heute mittlerweile mit dem Podcast furchtbar geworden. Die Musik, die wir spielen, die ist frei. Die könnt ihr euch auch runterladen. Alles auf kukuku.quatschbrötchen.de, Ausgabe 64. Und einen dieser Titel, den stellen wir ganz besonders vor. Und den hat Matthias. She-Ra ist eine Alternative-Band aus Berlin, gegründet im Jahr 2000, da sich der Sound nach einem umfangreichen Musikerwechsel 2005 vermutlich auch stark veränderte, wird dieses Jahr quasi als zweites Gründungsjahr angegeben. Die EP Adam verbessert noch die Arbeit aus dem vorherigen Album Eve mit noch mehr Power, einem weichen Kern und einem herzzerreißenden Ende. Hier lässt sich die gebündelte Intensität der She-Ra Live-Gigs spüren. Sie haben ein trendsetzendes Meisterstück abgeliefert, welches sich nicht vor Vergleichen mit Größen wie Foo Fighters oder Beatsteaks zu fürchten braucht. Aus jenem Album Adam hören wir nun den Titel Ordinary Man. We'll be right back.
Eine der Folgen des Klimawandels ist, dass das Eis zum Beispiel auf Grönland abschmilzt. Bisher läuft das einfach ins Meer ab. Die Wirtschaft in Grönland ist jetzt nicht gerade die stärkste. Der Großteil besteht dort aus der Fischerei. Jetzt dachte sich der grönländische Energieminister Jes Svane, dass man dieses Schmelzwasser doch auch verkaufen könnte. Svane sagte außerdem, dass durch den Klimawandel Wasser anderswo knapp werde. Ein Braumeister aus Tittikofen hatte sofort sein Interesse geäußert. Wir haben ihn mal besucht. Ich befinde mich in Tittikofen, in der Brauerei von Herrn Kreilich. Guten Tag. Grüß Gott. Grönland will sein Schmelzwasser verkaufen. Sie haben sofort Interesse an einen dieser Lizenzen gehabt. Warum denn? Ja, mei, ja, das sagen wir mal so. Ich habe hier schon sehr lange Bier braut und meine Vorfahren haben ja auch schon länger Bier gebraut. Schon lange bevor es das Reinheitsgebot gab. Wir haben ja eine sehr lange Tradition, auch ganz Bayern eigentlich. Wasser ist eine der wichtigsten Zutaten im Bier. Ja, aber in Bayern haben wir doch genug Wasser. Ist das denn so wirtschaftlich, das Wasser aus Grönland nach Bayern zu bringen? Ja, wir sagten, dass wir das Wasser nach Bayern bringen möchten. Ich hab eher so an eine Zweigstelle unserer Brauerei auf Grönland nachgedacht, um von dort aus in ganz neue Märkte zu kommen. Sie können sich da vielleicht denken, wie gierig der Amerikaner ist, wenn es um deutsches oder sogar bayerisches Bier geht. Und von Grönland bis zu den USA, das ist ja auch nicht so weit. Grönland ist ja jetzt kalt und da wächst auch nicht so viel, aber auf jeden Fall keine Gerste oder auch Hopfen. Ja, wäre es denn dann nicht einfacher, direkt in den USA zu brauen? Naja, sowohl in Bayern als auch in den USA ist der Brauereimarkt ja recht gesättigt. Der Vorteil von Grönland ist ja auch, dass wir dort Temperaturen haben, wo es immer arschkalt ist. Und richtig kalt ist ja wichtig. Ich sage immer, Hauptsache, das Bier ist kalt. Ne? Ein doppelter Vorteil hierbei ist ja auch, dass wir keine teuren Industriekühlanlagen kaufen müssen. Ja, weil es da einfach immer so kalt ist, machen wir einfach Fenster auf oder so. Deswegen haben wir auf unseren Braumeister schon über Thermokleidung nachgedacht. Auch der Konkurrenzdruck in Grönland, der ist nicht so hoch wie in Bayern mit unseren annähernd 700 Brauereien. Wenn der gemeine Amerikaner oder auch der Grönländer wüsste, welch hohes Bierbrauniveau geschmacklich und auch qualitativ in Bayern vorherrscht, dann würden die unser Bier erst auch gar nicht kaufen. Von daher wieder ein Vorteil für uns. Haben Sie denn schon einen Namen für die Brauerei gefunden? Noch nicht so ganz. Wir schwanken noch. Also nicht vom Probieren, sondern wegen dem Namen. Wahrscheinlich wird es irgendwas werden wie Gletscherhell oder Gletscherbräu. Aber auch Gletscherweißbier, das wird es dann auch geben. Ah ja, haben Sie sich denn schon Gedanken über zum Beispiel die Logistik und auch Vertriebswege gemacht? Ja, haben wir tatsächlich. Eisschollen. Ne? Es soll heißen, wir laden die Paletten mit den Fässern einfach auf eine Eisscholle drauf und durch die natürliche Strömung, die da herrscht, da kommt das irgendwann an in den USA und das schwimmt ein ganz besonderer Weg, der ist so bei Kanada oben rauskommt. Da ist auch immer schön kalt, das Bier wird nicht warm unterwegs. Ich hab's ja vorhin schon gesagt, Hauptsache das Bier ist kalt. Zack, und wieder haben wir Geld gespart. Ja, dann bedanken wir uns recht herzlich für das Gespräch. Ja, gern geschehen. Servus. I see you looking in my direction. You keep on feeling me out. The one you're talking to can hold your attention. He don't know what you're about. The way you move, it's like you know what I'm thinking. You're in my head and I don't mind. I've got a rhyme if all you need is a reason. Let's lose ourselves in the night. Every time I see you, honey, come and put your hands on me. Baby, get up.
in circles when we're bound to collide. Let's close the distance in an instant, you're mine. You've made it clear that you're not looking for love. Girl, if you're thirsty, I can fill up your cup. Baby, get up. You feel it too. You feel it. One taste. That's all I need. Honey, come and put your hands on me. Baby, get up. Seth Power war das mit Get Up. Hier haben wir so eine komische junge Dame. Sag mal, was willst du denn jetzt eigentlich? Okay, Bett. So, ich war heute im Nagelstudio, wollte fragen, ob sie mir den Nägel machen können. Die so, nee, du bist noch zu klein für das. So, Bitch. Ich bin 9, Bitch. Also, better. Und die so, nee, du bist noch zu klein für das. Und dann bin ich halt nach Hause gegangen mit meinem Vater. Und dann habe ich mir halt so Fake-Nägel genommen. Und die sind 1000-mal hübscher. Meine Mutter kauft mir jetzt wieder neue Nägel. Und ja, Bitch, die sollte mal froh sein, damit ich da bin. Die könnte Geld bekommen. Dafür ist das doch. Und auch für andere, damit sie die Nägel kriegen, weil... Bitch. Und dann auf einmal bayerisch reden. Naja, was lernen wir daraus? Gib den Kindern kein Internet. Gib denen lieber ein Radio, da gibt's nämlich Musik. Stay Up von All My Friends Hate Me. It's been a long fucking year, I'm staying sober now. I can't deal with the stress I get from going out. Call up my phone, you want a night out. No, I wanna say no, but you're outside my house. Inside my house.
a drink thinking it was yours, that it wasn't yours. Wenn man die Begriffe Bayern und Magnetschwebebahn kombiniert, hat man gleich das Projekt von Edmund Stoiber vor Augen, das den Münchner Hauptbahnhof mit dem Flughafen München verbinden sollte. Daraus wurde bekanntlich nichts. Mittlerweile denkt die CSU aber wieder über eine Magnetschwebebahn nach. Diesmal soll sie aber nur die Terminals am Münchner Flughafen verbinden. Wir waren bei einer Pressekonferenz dabei. Es sprach Edmund Stoiber. Vinzi, vom Flughafen in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flugbahnhof noch einschicken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen am Bahnhof München starten Sie Ihren Flug. 10 Minuten. Schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow oder in London oder in sonst wo, meinen Sie Charles de Gaulle in Frankreich oder in Rom. Wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie in Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um IG zu finden. Wenn Sie vom Flughafen starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, in den Flughafen ein. Sie fahren mit dem Transrapid 10 Minuten durch den Flughafen, in den Flughafen Franz Josef Strauß. Dann starten Sie praktisch hier am Flughafen in München. Das bedeutet natürlich auch, dass der Hauptflugbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an den bayerischen Flughafen heranwächst. Weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptflughafen viele Linien aus den anderen Gates zusammenlaufen. We'll be right back.
Night von The Stereophones im Quatschbrötchen. Das war auch schon das Quatschbrötchen für heute. Heute zum 64. Mal. Ich habe noch einen kleinen Schluck Corona im Glas. Ja, ich auch noch ein Dreiviertelglas bestimmt noch, aber... Ja, aber gibt bessere Biere. So, offiziell angesteckt, wie gesagt, ne? Ja, dann wünschen wir euch eine nicht infizierte Zeit. Und bis zum nächsten Monat, genau. Inkubationszeit für diese Sendung einen Monat. Ob wir dann krank sind, das merkt ihr dann daran, ob die nächste Sendung ausfällt. Oha, wenn man nicht so morbide, bitte. Dann machen wir im Krankenhaus weiter in der Quarantäne. Ja, wie gesagt, wir sind ja dann unter häuslicher Quarantäne, machen wir eigentlich dauernd Sendung. Ja, das ist dann auch nichts Besseres mehr vor. Dann machen wir jede Woche Quatschbrötchen. Jeden Tag. Das. Oh, Meier. Ja, dann verweisen wir euch noch an den Podcast qqq.quatschbrötchen.de. Kann man übrigens auch schön mal an Bekannte weiterschicken, die auch mal gern was Lustiges hören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr uns auch mal irgendwo bewerten, so beim Apfel oder sowas. Oder mal Danke sagen. Ja, danke Gregor. Danke Matze. Was hören wir an Musik? Toko Joyce, What Do I Know About A Star zum Abschluss. Ja, dann danke Tokyo Joyce. Tschüss und Prost. Ciao. Noch einmal anstoßen, komm. Kriegen wir es hin? Bling. Achtung. Them questions about life and things. What's up, what's wrong, and what's right? Solar gravitation, the kicker concept of time. Religion doesn't bother, but I do. Some sort of confirmation that what we feel is real. Let's make our mind.
Das war der Podcast Quatsch. 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 Quatschbrötchen. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf quatschbrötchen.de/spenden. Vielen Dank. Eine Produktion von podcastlabel.de.